grüß dich, servus. Hi Patrick. Servus. Schön, dass du heute da bist. Ja, danke. Geht's gut? Soweit, alles super. Danke. Selber? Ja, danke schön. Ja? Wunderbar. Ich pick dich heute in Königsbrunn auf. Sehr gut. Du oder ihr verbringt die Sommermonate hier bei euren Schwiegereltern, gell? Yes. Aber du bist ja auch gebürtiger Augsburger, oder? Ich komme sogar aus Königsbrunn. Ah, du kommst aus Königsbrunn? Genau, das ist meine Hut hier. Ah, okay. Ja, sehr gut. Genau. Wunderbar. Ja, dann können wir ja gleich schon mal ein bisschen ins Sportliche oder in deinen Werdegang so übergehen. Hast du dann die ersten Schritte hier in Königsbrunn oder beim genau, IV gemacht? Genau, in Königsbrunn. Ah, in Königsbrunn. Genau. Okay. Mit 5, glaube ich. Ja? Ja, mit 5 war es, ja. So den klassischen Weg, Laufschule und dann... Ja, tatsächlich. Genau so, wie es wahrscheinlich viele anderen auch gemacht haben. Mhm. Also mein Vorbild damals, der Andreas Römer, der hat in Augsburg gespielt. Aber der hat am Schluss auch noch in Königsbrunn gespielt, gell? Genau, der hat dann in Königsbrunn gespielt und zu der Zeit war ich mit seinem Sohn, mit dem Josh, wir waren beste Freunde. Mhm. Und irgendwann hieß es dann so, ja, weil er hat Fußball gespielt, so... Nee, ich habe Fußball gespielt, er hat Eis gespielt, klar, wegen seinem Vater. Mhm. Und dann hieß mal so, ja, lass doch mal tauschen, komm doch mal zu mir ins Training und dann komme ich mal zu ihm. Und so sind wir dann irgendwie hängen geblieben. Nach 2-3 Jahren hat sich's dann gedreht. Er war dann im Fußball, ich im Eishockey und ich bin dann da auch geblieben. Also stark. War eigentlich ganz cool, ja. Und wie lange warst du dann beim, ist der Nachwuchs EHC Königsbrunn oder ESV? Früher waren es, ich weiß nicht, was jetzt ist, früher waren es ESV, Pinguine. Na, genau. Genau, das war ganz früher. Mhm. Weiß nicht, wie es jetzt, müsste glaube ich immer noch so sein. Okay. Und ab wann bist du dann zum AEV rüber gewechselt, quasi zum großen Bruder nach Augsburg? Ich glaube mit 9. Mhm. Mit 9 war es dann. Da hatte ich einmal so ein Gastturnier, was ich dann mitspielen durfte in Kaufbeuren, meine ich, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Und der Roman Tomischka war da dann der Trainer und der meinte dann, ob ich nicht nach Augsburg kommen will. Okay. Von der Förderung und von allem halt einfach. Und dann, warum nicht, ist er jetzt nicht so weit weg, sag ich jetzt mal. Ja. Spielst eigentlich immer höherklassig und war dann ganz cool. Ist es dann ein Sprung von der Qualität beziehungsweise auch von der Art der Ausbildung? Hat man mehr Eiszeit oder worin unterscheidet sich da sowas? Von einem kleineren Verein, sag ich mal. Also gut, mit so 7, 8, so weit kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, ob da jetzt so die Ausbildung in Königsbrunn, sage ich jetzt mal, so viel schlechter oder weniger ist oder nicht. Aber in Augsburg war es natürlich schon, du spielst in jeder Klasse eigentlich immer in der höchsten. Mhm. Und wenn du dann Knaben- und Schüler-Bundesliga und dann spielst du auch gegen die anderen Besten und natürlich wirst du da irgendwo dann auch besser, sage ich jetzt mal. Ja, automatisch, gell. Okay. Und dann habe ich gesehen, AEV, Werdegang, klar. Und dann bist du Richtung, das müsste DNL-Zeit gewesen sein, vom Alter her, bist du dann zu den Jungadlern. Genau, nach Mannheim. Genau. Ja, mit 15 dann. Okay. War schon schwierig am Anfang. Also komplett alleine wahrscheinlich im Internat, oder? Ja, ne? Ja. Aha. War dann schon extrem. Die erste Zeit war ganz schlimm. Ja. Meine ist klar, wenn du mit 15 vom Elternhaus rausgehst. Für meine Mom war es wahrscheinlich, also für meine Eltern war es sehr schwer. Mein Dad hat wahrscheinlich eher das gesehen, so sportlich, Jungadler, cool und schauen wir mal, was wird. Und für meine Mom war es schon... Ja, die Mamis haben da mehr Bindungen. Ja, war schon eher schlimm. Ja, ja. Und die ersten Monate, das dauert immer ein bisschen, aber am Ende war es der beste Schritt, den wir oder ich machen konnten. Mhm. Wahrscheinlich nicht nur sportlich, sondern auch an Erfahrung und für alles, Selbstständigkeit. Klar. Ja. Also wenn du dann gefühlt jede Woche deine Mutter anrufen musst und fragen musst, wie man irgendwas waschen muss in der Waschmaschine, weil du halt einfach keine Ahnung hast, wie das funktioniert. Und im Normalfall so mit 15 musst du dich ja da eigentlich noch nicht drum kümmern, sage ich jetzt mal. Aber bei uns war das da schon, natürlich war immer jemand da, wenn wir irgendwelche Fragen hatten oder so im Internat, da hat dann immer jemand aufgepasst, das ist ja völlig normal. Aber die haben euch dann schon auch hin zur Selbstständigkeit erzogen, also wurde euch jetzt nicht alles abgenommen und... Nee, also das war dann natürlich, wir haben nach dem Training mal Essen bekommen in der Kabine und weil, wie gesagt, wenn du bis um 9 irgendwo in der Kabine warst, kannst du dich selber noch dir ums Essen kümmern. Mhm. Aber so war es eigentlich schon relativ schnell so erwachsen werden, ja. Ja, schön. Gibt es paar Spieler, die man so kennt aus deiner Mannheim-Zeit, weil da kommen ja immer wieder ganz prominente
entstammen ja immer wieder ganz prominente Spieler aus dem Mannheimer Nachwuchs. Ja, absolut. Also in der ersten Zeit, wo ich dann gekommen bin im Sommer, da waren halt noch dann, sage ich jetzt mal so, alle aus diesem, sage ich mal, glorreichen Jahrgang da. Wenn du dann so die ersten Wochen da bist und dann hast du Dreisaitl, Kahun, Bender, Tiffels, Möser, diese ganzen 95er Jahrgang, der halt Kevin Reich, weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwann vergessen habe. Kevin Reich, Freddy Tiffels, Hannover Scorpions. Genau, Dominik Tiffels, also da waren wirklich alle, sage ich jetzt mal, da. Marc Michaelis. Die sind damals auch DNL-Meister geworden, ne? Ja, ja, klar. Ja. Also ich glaube, zu der Zeit gab es gefühlt nichts anderes wie Mannheim, sage ich jetzt mal. Ja. Und ja, das war natürlich schon cool, wenn man dann, sage ich jetzt mal, von Augsburg dahin geht. Und ich sage jetzt mal, in Augsburg war man immer einer der Leistungsträger und jetzt kommst du aber dahin und dann bist du erstmal der ganz unten und musst dich ganz neu beweisen. Ja, vor und, allem auch vom Alter, ne? Warst ja, ja, klar. Auch, und ich sage jetzt mal, in meinem ersten DNL-Jahr waren es dann Marc Michaelis und Maginot. Wow. Dann der Lambacher, der hat aber aufgehört mittlerweile. Stimmt, der ist Südtiroler, gell? Genau, Stefan Reiter und Tobi Kircher waren da und im Tor der Kevin Reich und der Proske. Und also es waren, wie gesagt, der Jungadler-Jahrgang da, 94, 95, 96, das war schon, das erste Jahr war extrem cool. Da war dann mein Verteidigungspartner, der Tiffels Dominik. Da konnte ich dann auch extrem viel lernen. Hat dann Köln Hai, Krefeld Pinguine etc. Genau, das war schon sehr cool, ja. Stark. Ja, also für mich als Fan hört sich das faszinierend an, wenn man ist ja jetzt auch ein großer Stamm der Nationalmannschaft von den Jungs, die du da gerade erzählt hast, beziehungsweise ja auch in der NHL und in der Schweizer Liga ja durchaus prägende Rollen. Ne? Absolut, Sehr cool. Und du hast ja dann in deiner Mannheimer Zeit ja dann auch schon Profiluft teilweise schnuppern können. Ich glaube, Mannheim hatte damals mit Heilbronn einen Förderlizenzverein. Ja, ja. Da hast du ja dann erstmalig spielen dürfen. Wie war dann der Schritt vom Nachwuchs quasi ins Männer-Eishockey? Also klar, vom Körperspiel her und so ist natürlich was ganz anderes, wenn du immer gegen Gleichaltrige spielst und dann auf einmal gegen 10, 12, 14-Jährige, die halt älter sind als du, 10, 12 Jahre, das ist natürlich schon hart. Aber ich fand es, glaube ich, damals gar nicht so schlimm in der Zeit. Dadurch, dass wir natürlich dann auch oftmals mit der U-Nationalmannschaft irgendwo unterwegs waren und du da schon gegen andere Jungs in anderen Ländern spielst, die dir auch schon 4, 5 Schritte voraus sind, einfach von allem, sage ich jetzt mal ganz krass. Das ist ein interessanter Aspekt. Es sind die großen Nationen körperlich da schon weiter? Ja. Okay. Also wir hatten angefangen von U16, das weiß ich noch, mein erstes Turnier in Finnland, da wurden wir völlig überrannt von den Finnen, weil die einfach, die waren alle 2 Meter groß, 105 Kilo und konnten aber auch noch was mit der Scheibe anfangen. Okay. Und dann laufen wir da alle mit 1,80 und 70 Kilo so gefühlt, noch keine Hantel gesehen im Leben und da wirst du dann schon komplett überrannt. Das, das glaube ich. War schon hart, also. Spannend. Aber die sind, das sieht man schon, die sind anders ausgebildet, die, gerade auch die Kanadier, die Amis, die Schweden, das ist echt ein anderes Eishockey, was da gespielt wird. Verstehe. Würdest du sagen, wir kommen gleich wieder auf dich zurück, würdest du sagen, dass die Ausbildung in Deutschland sich angenähert hat an die Top-Nation? Zumindest mal ergebnistechnisch ist es ja die letzten Jahre, zumindest mal bei der A. Ja, ich glaube schon, dass, sage ich jetzt mal so, ich meine, früher gab es ja sehr wenige Spieler, die in Nordamerika gespielt haben. Ich glaube, dass so Spieler wie, ich sage jetzt mal, der Dreisaitl schon viel Türen geöffnet hat, damit überhaupt da drüben jemand weiß, wo Deutschland ist. Ja, eine Akzeptanz, damit sich überhaupt jemand interessiert für Deutschland. Ja. Und ich glaube, dadurch, dass dann durch ihn die Tür offen war für andere Spieler wie Stützle, Seider, die sich dann natürlich auch da drüben enorm entwickelt haben und einen brutalen Part spielen, ist es jetzt schon ein Stückchen besser geworden. Ich hoffe nur, dass es eben so weitergeht, weil es natürlich schon schade wäre, wenn, ja, ich sage jetzt mal, an sich das deutsche Eishockey, ich habe da manchmal eine ein bisschen andere Einstellung dazu, weil ich finde, man müsste den Nachwuchs viel mehr fördern in DEL und DEL2 enorm. Zu meiner Zeit war es schon nicht so,
sage ich jetzt mal. Da war es sehr schwierig, da gab es ja noch nicht mal eine Regel auch, Spieler. Ja. Das heißt, gefühlt hätte ich mich durchbeißen müssen, entweder sitzt halt auf der Bank in Augsburg und wartest 4-5 Jahre, bis du irgendwann mal spielen kannst, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ja. Oder du fällst halt runter, so wie es ganz vielen passiert ist. Oder du bist dann wirklich einer der wenigen, die vielleicht genau in dem richtigen Team spielen, mhm, wo viele gute Spieler sind, wo dann der Trainer sagt, da kann ich dich reinschmeißen, weil ja, da passiert auch nichts. Ja, ja. Und da muss man halt irgendwie in die Richtung gehen, dass es mehr Förderung gibt für die Jungen. Ja, verstehe. Also es ist ja durchaus seit ein paar Jährchen so ein kleiner Boom entstanden. Ja. Man hat jetzt auch letztes Jahr, finde ich, sehr deutlich auch in den ganzen Zuschauerzahlen gesehen, dass da ein unfassbarer Zuwachs drin ist, von der ersten Liga ja runter bis in die Oberliga. Man sieht es auch teilweise im Nachwuchsbereich, dass die Bambinis und die jüngeren U-Mannschaften ja teilweise so voll sind, dass du sogar zwei melden musst. Ja. Also da kommt schon Potenzial nach von der Quantität. Ja. Und das ist halt, wie du sagst, ne, dass die Kunst oder das, die Aufgabenstellung ist halt, das jetzt auch umzusetzen in Qualität. Ne? Ja, absolut. Wie gesagt, du kannst es nicht. Ich habe mich da schon ganz viel mit allen Jungs unterhalten, auf Busfahrten etc. Da hat jeder irgendwo schon die gleiche Meinung, dass man diese U-Regelung, die ist an sich ganz gut, weil dann ermöglicht es natürlich den Jungen überhaupt diesen Schritt zu haben, den Vertrag zu bekommen. Ja. Andersrum muss man halt sagen, am Anfang war es so, wenn du dann 2-3 Positionen hast, die du mit U-Spieler füllst, dann sind halt eher so kleinere Vereine, die dann sagen, ja gut, dann stellen wir den in die 4. Reihe, spielen nur mit 3. Ja. Im Endeffekt bringt es dir eigentlich gar nichts, weil du trainierst vielleicht mit den Jungs, was dich natürlich auch besser macht, aber du musst halt spielen. Ich wollte gerade sagen, am Ende überwiegt die Spielpraxis dem Trainingsbetrieb. Ne? Genau, und das, da muss man halt irgendwie so Clubs wie Mannheim und Berlin und vielleicht auch Köln oder so, die haben natürlich die Möglichkeit, weil sie ihre Top-Deutschen oder Top-Ausländer haben, dass sie natürlich da mal einen Jungen reinstecken und sagen, selbst wenn er mal 2-3 Fehler macht, das fängt dann der Ältere schon auf, das ist kein Problem. Ja. Und da, finde ich, muss man halt, ist nicht einfach, aber da muss man halt so eine Lösung finden, dass noch mehr Jungs hochkommen, die dann noch besser werden. Absolut. Apropos hochkommen, du hast ja dann auch deine Spiele beim AIV gemacht, also in der DEL. Mhm. Wie war das Erlebnis, zu Hause im Kurt Frenzel aufzulaufen? Es war Wahnsinn. Also ist immer schwierig, weil ich bin schon eher immer so sehr hart mit mir selber. Und wenn ich jetzt immer so zurückdenke, dann wäre es schon cool gewesen, längere Zeit auch in der DEL dann oder sich auch überhaupt durchzusetzen. Ja. Da lag es natürlich am ganz viel, selber noch jung gewesen, Faxen im Kopf gehabt, vielleicht auch das ein oder andere Mal zu schnell reagiert und dann irgendwie angepisst gewesen oder sonst irgendwas, auch von Vereinsseite wenig Spielpraxis bekommen. Ja. Da kommt schon viel zusammen, aber es war schon toll, wenn du überlegst, dass man ein paar Jahre vorher selber noch in der Fankurve stand und halt dann die Jungs angefeuert hat. Und dann ein paar Jahre später irgendwie steht er dann neben dir am Eis und sagt, hey, geiler Pass. Oder das ist natürlich schon cool. Ja. Oder dann auch das erste Mal, wenn du dann durch den Panther durchläufst und alle deinen Namen schreien und du ja eigentlich Augsburger bist, das ist dann schon irgendwie was ganz Besonderes. Also das glaube ich, vergisst dir man auch nicht. Das ist echt ich dir cool. Ja. Ist die, also jetzt bin jetzt selber AIV-Fan und gehe da auch schon gefühlt seit 30 Jahren ins Stadion. Von meiner Warte betrachtet, ist die Stimmung schon was Besonderes in Kurt Frenzel? Absolut, ja. Ist auch, sag mal, für dich, wo du schon viel gesehen hast und gehört hast, ist das so, oder? Wahnsinn. Also ich glaube schon, dass es mit das, ja, eigentlich geilste Stadion, jetzt abgesehen davon, dass es wirklich meine Heimat ist, aber ich glaube schon von den Fans und die Kultur auch, wenn man jetzt mal gerade die letzten Jahre sieht, lief es ja jetzt nicht ganz so in Augsburg, oder was heißt nicht ganz so, es lief eher sehr schlecht. Ja. Und man ist dann zweimal eigentlich schon sportlich abgestiegen, hat es aber trotzdem wieder irgendwie geschafft durch Kassel oder die anderen in der DL2. Ja, ja. Aber das Stadion ist halt immer voll. Also das Stadion in Augsburg war immer voll und der Augsburger an sich ist ja auch einer, der goschelt viel und den nervt auch vieles, aber an sich kommt er trotzdem dann wieder ins Stadion, zahlt sein Geld und feuert die Jungs an und das ist schon irgendwie, ja, das ist einzigartig. Die hätten gefühlt auch vor 2000 Leuten spielen können. Absolut. Also, wenn man das so nimmt. Und an anderen Standorten wäre das mit Sicherheit auch so gewesen. Genau. Ja, und das absolut. Ist schon, ja. Absolut.
Das ist ein ganz, ganz schöner Übergang, weil ich finde, zwischen Memmingen und dem AEV, klar, da sind zwei Ligen dazwischen, aber von der DNA, von der Leidenschaft, vielleicht auch von der Kritikfähigkeit, verbindet uns da relativ viel. Von daher kannst du dich darauf freuen. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr ähnlich. Es ist auch ein sehr begeisterungsfähiges Publikum, sehr treues Publikum. Sie kommen in einer großen Anzahl. Es ist, finde ich, eine, also du hast ja teilweise miterlebt mit Halle gegen uns. Voll. Ist eine geile Energie im Stadion. Und ich glaube, da kannst du dich, aber kommen wir nachher nochmal drauf, da kannst du dich drauf freuen. Du bist ja dann fest zu den Heilbronner Falken dann gewechselt, DL2, hast da glaube ich 3 Jahre gespielt, gell? Ja, ich habe mich ein Jahr quasi ausleihen lassen, also ich hatte einen 3-Jahres-Vertrag in Augsburg, war so gefühlt so ein Standardvertrag, den die Jungen halt da unterschreiben. Ja. Und nach den 2 Jahren, wo dann der Mike Stewart kam und das mit Ravensburg dann auch nicht mehr ganz so in Kooperation lief, habe ich dann gesagt, ja, was mache ich jetzt, soll ich mich jetzt nochmal ein Jahr gefühlt nur in der Autobahn hin und her. Ja. Bin eigentlich nicht Teil von Augsburg, bin auch nicht Teil von Ravensburg, bin immer irgendwo dazwischen. Und dann habe ich gesagt, ich will jetzt für meinen Weg, soll man mich ausleihen. Und da war dann Heilbronn jetzt im Nachhinein doch schon fast die beste Option mit dem Dahlem als Trainer damals. Die hatten auch damals, glaube ich, relativ viele Junge von Mannheim, gell? Also wir hatten da schon eine coole Mannschaft. Für mich persönlich auch cool, da mit dem Trainer auch, der hat mich sofort, der hat mir Vertrauen gegeben, hat mich gleich mit dem Haywood, das war da der Top-Verteidiger, mit dem zusammenspielen lassen, habe da jedes Spiel 20 Minuten Eiszeit bekommen und das war dann schon gut. Da hast du dich dann schnell entwickelt und hast dann doch auch wieder, ich will jetzt nicht sagen, die Lust am Eishockey verloren in der Zeit, aber natürlich ist es, wenn du Jungadler spielst und in der DNL eigentlich auch von den Verteidigern gut punktest und da immer zu den Besseren gehörst und dann bist du in der Nationalmannschaft, spielst da U18, U20 WM, gehörst da auch immer zu den Besseren, gehst dann nach Augsburg, denkst ja eigentlich, du hast mehr vor, aber es klappt nicht so, dann kannst halt schnell mal, kannst die Lust verlieren, schnell mal geht es dann in die andere Richtung und das war dann schon extrem wichtig in Heilbronn. Du hast ja dann die 3 Jahre dann eine gute Rolle dort gespielt. Ja. Bist dann im Anschluss nach Freiburg gewechselt. Wie kam das zustande? Das war, ja, in Heilbronn war es dann im letzten Jahr einfach, dass viel von der Mannschaft sich dann geändert hat und die dann ein bisschen anderen Weg einschlagen wollten, noch mit mehr Förderlizenzspielern und da war dann der neue Trainer da und so ganz hat es dann nicht mehr gepasst. Ja. Und dann hat man sich halt so umgeschaut und dann war Freiburg so, im ersten Moment, wo dann kam, ja, Freiburg hätte Interesse an dir, war das, habe ich zu meinem Vater dann eigentlich gesagt, kannst vergessen, dass ich da spiele. Weil die 3 Jahre davor, wenn du da mit Heilbronn immer hingefahren bist, das war das schrecklichste Auswärtsspiel, was du haben kannst in der Eishalle. Warum? War, weil die alte Halle so die, schrecklich ist? Die war dunkel vom Licht her, das war... Okay. Du hast dich da in so einer kleinen Kabine umziehen müssen. Das war alles so alt halt einfach. Und du hast ja immer gedacht, nee, also das ist Katastrophe. Ja. Ja, und dann war eben der Peter Russell eben als neuer Trainer und der Hein Ritzi war dann da der neue sportliche Leiter. Vielleicht, wenn man kurz einhaken darf, Russell war dann auch kurzzeitig beim AEV. Genau, Trainer richtig. Und Hein Ritzi ist mittlerweile, lass mich lügen. Ich glaube in Frankfurt. In Frankfurt Sportmanager, Nachfolger von Fritz Meier. Genau. Und das war dann schon die Philosophie und die bauen da was auf und die sind ja auch, die waren glaube ich auch im Abstieg die Jahre immer. Und dann habe ich mir gedacht, komm, warum nicht? Schauen wir uns das mal an, probieren wir das. Und das war, also Freiburg waren die besten Jahre. Gerade die ersten 2, leider dann kam Corona, aber die ersten 2, das war Wahnsinn. Wir waren ja dann auf Anhieb das Jahr zuvor um Abstieg gespielt. Ich glaube im entscheidenden Spiel hat dann irgendwie, ich glaube der Niki, der Linsenmeier, hat dann das Tor geschossen, dass sie nicht absteigen. Und da habe ich mir dann gedacht, top, weil sonst wäre der Vertrag auch wieder, hätte nicht funktioniert. Ja. Ja. Und da wurde dann so viel aufgebaut und das war dann jetzt echt Wahnsinn da. Also gerade das erste Jahr, auf einmal Zweiter oder Dritter nach der Hauptrunde, ständig ausverkauft. War da damals schon der Nick Pargot? Ja, das war dann so, Pargot war dann mein Verteidigungspartner im zweiten Jahr. Wow. Mit dem Brückmann habe ich dann im ersten Jahr gespielt. Also das war schon, das war eine richtig geile Zeit. Also schön. Das war brutal.
da hatte ich auch gesehen, denn klar, von den Statistiken ist immer schwierig, jemanden zu beurteilen, aber du hast da auch sehr, sehr gut gescored in der Freiburger Zeit. Ja. Wie würdest du dich selber einschätzen als Spielertyp? Stay at home, zwei Wege, offensiv oder alles? Oder? Ey, also grundsätzlich eine gute Frage, weil ich selber schon immer ich war ja früher auch Stürmer, also ganz, ganz früher. Ich habe auch als Stürmer angefangen und war dann eigentlich erst, als dann der Raaf mich angerufen hat und gesagt hat, wir würden dich gern zu den Jungadlern holen, aber als Verteidiger. Ach, guck an, der hat in dir gesehen, dass du... Ja, okay. So, der meinte, als Stürmer ist halt extrem schwierig, es gibt halt sau viele, es ist halt nicht so leicht. Du musst immer scoren irgendwie auch, um eine Rolle zu spielen, und als Verteidiger, wenn du läuferisch gut bist und deutsche Verteidiger werden gesucht, ist auch heute noch so, war das damals irgendwie so, ja komm, dann mache ich Verteidiger, und im Endeffekt war es eigentlich das Beste, weil dann wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier und hätte das Ganze miterleben dürfen. Also das war, aber deswegen, ich bin schon eher immer einer, der offensiv spielen will. Mhm. Also ich würde gern wieder an den Zeiten anknüpfen, wie in Freiburg, sage ich jetzt mal, ja, wo man einfach seine spielerischen Fähigkeiten doch mehr ausleben kann. Du hast dann in Freiburg wahrscheinlich auch Special Teams gespielt, war ich im, ne? Überzahl, ja, genau. Und dann natürlich auch im ersten Überzahl mit Pajot und Scott Allen, Billig und Pitter, glaube ich, war da die Überzahlformation. Die hat natürlich funktioniert. Ja. Wir haben gefühlt jedes Spiel ein Tor gemacht und irgendwo fällt immer irgendwas ab. Ja, klar. Und deswegen würde ich da schon gern, also mich als schon offensiven Verteidiger bezeichnen, auch wenn vielleicht die Statistik manchmal sagt, ja gut, aber so viele Punkte hat er gar nicht gemacht. Schon auch immer geschuldet von natürlich deinen Mitspielern, natürlich, oder es lief mal nicht so. Ja, ja. In Bayreuth zum Beispiel hatten wir eine Katastrophensaison. Gutes Stichwort, da wäre ich nämlich jetzt drauf gekommen. Und Bayreuth weiß ich damals noch, darfst du gleich ausführen, die hatten ja auf dem Papier und auch von den Experten waren die ja Top 6. Eingestuft worden. Wenn nicht sogar noch besser. Ne, der Jävelein war ja schon da ein paar Jahre, aber kam ja Blomqvist und dann dieser finnische Verteidiger. Nikola, ja. Genau, ja. Wo ja eigentlich vom Papier her wäre der Top 4 Verteidiger im DL-Team gewesen. Ja. Aber irgendwie war da von Anfang an so der Hund drin, oder? Also, ja, das hat gar nicht so gepasst. Also es war eigentlich echt schade, weil gefühlt haben wir alle auch überdurchschnittlich verdient dort, das muss man auch ehrlich einfach mal sagen. Mhm. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass sie dann pleite gegangen sind. Weil also das Jahr hat denen quasi das Genick gebrochen, oder? So. Ob es jetzt das Jahr war, aber weiß ich nicht, aber ich denke mal, dass es ein großer Punkt war, weil wie gesagt, gefühlt jeder hat überdurchschnittlich verdient. Mhm. Jeder in der Kabine hat mehr verdient als gefühlt in allen anderen Vereinen. Mhm. Vielleicht deswegen auch der Wendel damals sich gedacht hat, er muss mehr investieren, um so eine Top-Mannschaft, was ja irgendwo logisch ist. Ja, ja. Aber im Endeffekt hat es gar nicht funktioniert, weil wir halt viel zu viele Spieler hatten, die an der gleichen Position spielen wollten. Aber das Team hat ja auch der Wendel zusammengestellt, gell? Richtig, ja. Na gut, das ist natürlich kein klassischer Kaderbau oder irgendwo. Nee, ist eigentlich Fachmann. Ja nur ein Geschäftsmann, richtig, sag ich richtig, mal, mit den Zahlen und Dingen, aber jetzt nicht irgendwie sportlich. Ja, ja. Hat leider gar nicht funktioniert, weil, wie gesagt, die Stadt und generell auch, mal über das Stadion kann man sich streiten, aber das war dann doch für mich eigentlich auch ein cooler Standort, weil es war doch relativ nah an zu Hause. Mhm, es war in der DL2 und das war dann schon, wo man sagt, hey, wenn das funktioniert, könnte ich mir das schon vorstellen, ja, da klar, über 3, 4, 5 Jahre, weil ich bin jetzt eigentlich keiner, der, wenn man jetzt Heilbronn 3 Jahre, Freiburg 3 Jahre, ich bin eigentlich niemand, der jedes Jahr wechselt und immer guckt, wo es besser ist, sondern ich würde schon gern irgendwo bleiben. Und ja, das hat irgendwie von Tag 1 nicht gepasst. Mhm. Das war schwierig. Da stand ich dann oben in Überzahl und du hattest links den Jävelein für den One-Timer und rechts den Blomqvist. Eigentlich was, wo du sagst, geil, da musst du gar nicht viel machen, hast 50 Punkte am Ende der Saison, aber es lief halt gar nichts. Ja, stimmt, also der Blomqvist war dann... War der verletzt gewesen? Der war dann auch verletzt und hatte dann auch in, weiß ich jetzt gar nicht, 10 Punkte in 30 Spielen, wo du dir denkst, was ist eigentlich mit Sami los? Weil und jetzt ein Kaufbeuren? Auf Anhieb wieder. Genau. Ja, richtig. Das ist interessant. Ja, das war total schade eigentlich, dass das da so... Auch für den Standort,
die hatten ja dann letztes Jahr dann auch mit den Auswirkungen zu kämpfen. Ja. Und hinten raus ist es ja dann wirklich eng geworden mit dem Insolvenzantrag. Und ja. Ich war beim letzten Heimspiel, da haben die Memminger gegen ja. Bayreuth gespielt. Da waren, weiß ich nicht, 1100, 1200 Leute. Ja. Es ist halt einfach ein Eishockey-Standort. Die waren trotzdem da mit einer Energie dabei. Und ich finde es cool, dass sie sich jetzt ja, irgendwo jetzt wieder gerettet haben über die Planinsolvenz. Und ja, voll. Weil der Standort an sich gehört einfach in die ersten drei Ligen rein. Absolut. Ja. Muss man ja sagen, für die Fans und für die auch ein paar Sponsoren kennenlernen dürfen da in der Zeit. Mhm. Das waren alles super Typen. Ich kann auch, wie gesagt, die Fans verstehen, dass man, wir hatten ja Spiele oder Phasen, da waren, ich würde sagen, 500, 600 Leute da, was dann immer geschrieben wurde, dass da mehr da waren. Ja, vielleicht, aber es waren 500, 600 Leute. Wahrscheinlich verkaufte Dauerkarten oder irgendwie sowas. Genau. Ja. Und nach dem ersten Drittel hat man uns dann den Rücken zugedreht und uns beschimpft und so. Ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, ja. Weil wir halt einfach mit der Truppe ja, wirklich gar nichts gerissen haben. Uns vielleicht oft rüberkam, wie wenn viele keinen Bock hätten. Oder weil, wie gesagt, wenn man so eine Truppe hat, irgendwas muss doch funktionieren. Ja, klar. Andersrum muss dann, sage ich mal, vereinzelt der Fan das dann auch verstehen, dass es für uns Spieler, kein Spieler spielt der mit Absicht schlecht. Also geht ja um eure ich Existenz. Ich bin noch nie aufs Eis gegangen, habe gesagt, heute lasse ich einer mir vorbeilaufen, weil ich habe gar keinen Bock. Ja. Vor allem, ihr kämpft ja um einen Folgevertrag. Und wenn es nicht in Bayreuth ist, ja dann woanders. Woanders, genau. Und deswegen war das einfach, ja, rückblickend war das wirklich sehr, ein sehr schlechtes Jahr und ich bin auch immer noch im Rechtsstreit, muss ich auch sagen, mit dem Verein. Ihr habt es aber trotz alledem dann noch geschafft, über die Playdowns drin zu bleiben, ne? Ja, da haben wir dann irgendwie gegen Heilbronn, was dann auch wieder im Nachhinein natürlich für mich persönlich sehr traurig war, weil ich war ja 3 Jahre in Heilbronn und das war auch eine tolle Zeit da, dass du dann eigentlich dass du es schaffst, gegen die zu gewinnen und dann aber doch Insolvenz anmelden musst und Heilbronn halt nicht die Möglichkeit hat, oben zu bleiben. Absolut, muss man halt, hört sich immer blöd an, aber muss man eigentlich jetzt im Nachhinein sagen, dann wären doch lieber wir abgestiegen. Ja. Weil Bayreuth war dann sowieso in der Oberliga und Heilbronn hätte dann in der DL2 bleiben können. Das, weil wie gesagt, aufsteigen ist ungefähr das Schwierigste. Ich verstehe, was du meinst. Und Die hatten ja in der Saison auch so einen Kollateralschaden. Das Team an sich vom Papier war ja echt gut. Auch, ja. Und war für euch so ein bisschen der Vorteil, dass ihr euch wahrscheinlich die ganze Saison auf diesen Höhepunkt drauf vorbereiten konntet und Heilbronn ja irgendwie so am Ende so ein bisschen so kurz vor Schluss noch reingerutscht ist. Ja, wir hatten ja, weiß gar nicht, ich glaube im November oder so, man muss sagen, auch die Jungs in der Kabine, das war eigentlich echt auch eine coole Zeit. Natürlich war es schwierig, weil du halt gefühlt jeden Tag in die Kabine gekommen bist und dir dachtest, Alter, wir sind einfach so schlecht momentan und es klappt halt nichts. Aber da waren schon ein paar Jungs auch dabei, das war dann auch, du musstest dir ja irgendwie auch gut machen, weil du kannst ja nicht jeden Tag mit so einer Fresse in die Kabine kommen und es geht eh nicht schlechter, also was soll's jetzt da noch blöd rumtun? Und wir wussten ja schon im November gefühlt, da kamen dann im November schon mal irgendwie so Sprüche, ja, dann bereiten wir uns halt schon auf die Playdowns vor, weil im November war schon klar, die Punkte holst du eh nicht mehr. Ja, ihr wart ja weit abgeschlagen. Um da irgendwie noch was zu reißen, deswegen, ja. Ja, verstehe. Ja, und dann bist du, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, dann bist du vom Regen in die Traufe gekommen. Also um Gottes Willen, Halle ist ein toller Standort, aber ihr hattet ja auch wieder andere Ansprüche. Ja. Ne? Und das Ganze ging ja dann nicht so wie erwartet los. Ich glaube, der Riedel musste dann auch zwischenzeitlich gehen. Ja. Dann hat Schmitz übernommen. Ja. Und wie war für dich die Halle-Saison letztes Jahr? Jetzt sind wir schon im letzten Jahr. Ja, also es war auch sehr turbulent, würde ich jetzt mal so positiv ausdrücken. Die Erwartungen waren gefühlt noch höher wie in Bayreuth, sage ich jetzt mal. Und, findest du gerechtfertigt? Weil immerhin gibt es ja noch Hannover Scorpions und ein paar andere in der Oberliga Nord. Ja, ich sage jetzt mal vorneweg, der Kai ist ein echt cooler Typ. Also wirklich, wir kamen super aus. Er hat halt einfach so eine Art, er ist, glaube ich, manchmal zu impulsiv einfach, weil das so als Spieler auch seine Art war. Ja, ja, ja. Und er war halt dann, das hat er auch danach gesagt, er war schnell immer einer, der gesagt hat, ja, wir wollen aufsteigen. Und diese Ziele, wenn du so hoch steckst, immer gleich mit wir wollen aufsteigen, das ist ja das, was bei dem Fan auch hängen bleibt. Natürlich. Und bei allen anderen. Natürlich. Und das war dann, sage ich mal,
ein Stückchen zu hoch gesetzt. Mhm. Wir hatten eine Top-Mannschaft, also ja, wirklich von den Spielern auch sehr viel Erfahrung, auch viel DL2-Erfahrung. Ja. Aber es hat auch, ja, wie eigentlich in Bayreuth, deswegen war es eigentlich doppelt schade, weil ich dachte mir, ein schlechtes Jahr, was man alles so miterlebt hat mit Trainerwechsel, und in Bayreuth hatten wir, glaube ich, 3 Trainer in dem Jahr, was auch nicht immer so einfach ist für einen Spieler, wenn du unter 3 verschiedenen Trainern spielst. Ja. Dachte ich mir, vielleicht wird es auf jeden Fall besser. Unterm Strich war es vielleicht ein Stückchen besser wie in Bayreuth, weil wir trotzdem nicht ganz so den Misserfolg hatten, sage ich jetzt mal. Aber da ging es schon auch manchmal drunter und drüber, was irgendwo auch völlig normal ist mit Trainerwechsel. Der Marius war für mich ein super Trainer. Also ich finde nach wie ist vor, jetzt der mittlerweile ist sportlicher Leiter in Ravensburg. Ja. Nach wie vor ein Top-Trainer, sehr jung, engagiert, hängt sich voll rein. Für ihn gibt es oder gab es damals auch nichts anderes wie eigentlich Eishockey und Trainer. Ja. 24/7 Videos geschnitten, was ist, also er wirklich top. Hat auch einfach wirklich versucht, irgendwas da auf die Beine zu stellen, aber es hat irgendwie auch nicht funktioniert, ja, weil wir auch zu gut aufgestellt waren, zu viele Spieler für die Position. Ich glaube, wir hatten 4 oder 5 Spieler, die wollten alle in dieser Überzahlposition oben spielen. Wenn dann halt einer war, dann kam schon der Nächste und hat gesagt, ja, was soll das jetzt? Und ja, verstehe. Deswegen dann am Ende auch, ich sage jetzt mal, verdient ausgeschieden gegen Memmingen. Ja, ist ja dann eine ganz gute Überleitung. Da kamen ja dann die Playoffs zum bekannten Gegner Memmingen-Halle. Also das gab es die letzten Jahre schon öfter. Ja. Und was ich so bezeichnend fand, also jetzt speziell in Halle, dass das zielt auch ein bisschen darauf ab, was du vorher gesagt hast von der Erwartungshaltung. Die Fans haben immer gesungen für die zweite Liga HLC. Und da dachte ich mir immer, ja, Moment mal, ihr spielt hier erstmal nochmal gegen uns, ne? Und, aber gedanklich seid ihr alle schon für die zweite Liga. Ja. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber weißt schon, was ich meine. Ja. Und aber ihr habt jetzt Memmingen an sich, hatte ich das Gefühl, nicht unterschätzt, oder? Vom Gegner her. Nee, auf keinen Fall. Also wie gesagt, was dann eben auch noch schwieriger war, und der Kai hat ja dann, sage ich mal, ist den Schritt gegangen, dass er gesagt hat, er entlässt den Marius jetzt oder er Marius tritt zurück, je nachdem, wie man das jetzt sehen will oder nicht, haben sich dafür entschieden, dass der Marius nicht mehr bei uns Trainer ist, und hat es dann übernommen. Am Anfang war es natürlich extrem gut, weil ein Trainerwechsel eigentlich am Anfang immer gut tut, sage ich jetzt mal. Auf der Dauer, bringt einfach nochmal eine frische Energie. Oder? Richtig, auf Dauer war es aber einfach so, das hat er auch selber gesagt, dass es halt auch einfach nicht seins ist. Also er ist kein Trainer. Der ist ein super Typ, er ist ein sportlicher Leiter, er kann auch ein Manager sein. Er, wie gesagt, er kann gefühlt eigentlich alles, aber ich glaube nicht, dass das Trainer-Ding für ihn war. Und du hast natürlich dann auch gemerkt, wenn er dann so impulsiv war, dass halt dann gerade auch viele junge Spieler ein bisschen eingeschüchtert waren. Wenn er sich dann doch mal aufbaut und rumschreit, dann hast du schon Respekt, gar keine Frage. Ja. Aber er wollte natürlich auch nur das Beste irgendwo für den Verein rausholen und sagen, hey, bevor wir einen neuen Trainer holen und da wieder einen Haufen Geld investieren, was er ja eh schon gemacht hat für die ganzen Spieler, wo es nicht so lief. Hat ja viel investiert. Viel und gut nachverpflichtet. Ja? Genau. War es dann absolut, hatten wir großen Respekt vor Memmingen und haben uns gedacht, wir müssen wirklich unser bestes Eishockey spielen, um da weiterzukommen. Phasenweise ist es uns ganz gut gelungen, aber halt auch nicht über 60 Minuten, sondern dann nur 2/3. Ja. Und am Ende, wie ich vorhin schon gesagt habe, war Memmingen dann doch den Ticken besser auf uns eingestellt, wie wir auf Memmingen eingestellt waren. Weil ich glaube jetzt mal vom spielerischen Niveau her war es dann doch ziemlich gleich. Wenn nicht sogar, waren wir vielleicht ein Stück weiter vorne. Hätte ich auch gesagt. Ja. Aber von der Taktik her und von der Einstellung auf die Mannschaft waren dann doch Memmingen besser eingestellt auf uns. Ich hätte auch gesagt, also als Zuschauer, wenn, sag mal so, von der Mentalität, vom Willen her, ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, aber hatte ich das Gefühl, wollte es Memmingen ein bisschen mehr? Kann sein, Und vom spielerischen Talent, aber da reden wir jetzt wirklich über Nuancen, hätte ich das schon Richtung Halle geschoben. Ja. Ja. Wie empfandest du die Spiele am Hühnerberg? Top. Also habe ich schon in dem Interview da in der Drittelpause damals gesagt, dass
Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, vor so vielen Menschen zu spielen, die auch das so live miterleben, die da auch so dahinter sind. Mhm. Nicht einfach nur ins Stadion gehen, da zuschauen, sondern wo wir da rausgelaufen sind und das ganze Stadion buht. Und es war, viele feiern es vielleicht nicht, wenn man auswärts spielt, aber ich mag das extrem gern. Das ist schon geil, oder? Wenn da 3000 gegen dich sind. Oder? Absolut, das pusht dich natürlich auch. Ja. Und ich fand es geil, also muss man schon sagen, für eine Oberligamannschaft, die jetzt auch nicht mal dieses Ziel hatte, wir wollen unbedingt aufsteigen, sondern einfach, die hatte ihre Ziele und die waren vielleicht auch höher, aber das war top. Also da zu spielen, hat richtig Spaß gemacht. Schön. Wie kam dann der Kontakt mit Memming zustande? War das schon vor den Playoffs oder erst nach der Saison? Es war schon vor den Playoffs, dass man so, wie gesagt, über den Sofian Breuner, den kenne ich sehr gut aus meiner Freiburger Zeit. Mittlerweile Stuttgart. Genau. Und ein paar andere Jungs, den Pokovic und den Meier, mit denen habe ich in Bayreuth zusammengespielt. Genau. Und da war schon relativ früh irgendwie, sage ich jetzt mal, von meiner Seite dieses, ich will eigentlich jetzt nicht in Halle bleiben. Es ist schon extrem weit weg von meiner ganzen Familie. Ich habe die über das ganze Jahr relativ selten gesehen, weil es halt dann doch immer 4 Stunden, 4,5 Stunden einfach waren. Ja, na klar. Und ich jetzt auch nicht von meinen Eltern verlangen kann, dass sie da für ein Wochenende 8, 9 Stunden unterwegs sind. Mhm. Auch noch mit dem Aspekt einfach näher an zu Hause zu spielen, hat sich das dann mit Memmingen irgendwie so, ich sage jetzt mal nicht angeboten, aber man hat dann mal gehört, dass es ganz cool ist dort und so war das dann. Ich sage jetzt mal, es war auch noch gar nicht so spruchreif, aber es war dann doch auch irgendwie so untereinander, kamen dann so viele Gerüchte auf, so wie man schon mitbekommen hat, jetzt spielen wir ja dann gegen deinen neuen Verein und so in den Playoffs. Ist das so? Wo ich mir dann so dachte, in der Kabine in Halle ging es dann los, wo ein paar Jungs so, gehst ja nächstes Jahr nach Memmingen, habe ich gehört. Und ja, wie kommt sowas? Das ist eigentlich immer ganz leicht, wenn jetzt mal, ich meine, die Eishockey-Welt ist echt klein und jeder hat gefühlt schon mal mit irgendjemandem zusammengespielt und dann hört der eine, der Shorty, der interessiert sich vielleicht für Memmingen, da ist vielleicht, die haben auch Interesse und dann sagt der Nächste zu dem in Halle, hey, ich habe gehört, der Kurz, der kommt ja nach Memmingen. Und dann war das so, schon nochmal extremer für mich, die Serie einfach zu spielen, weil ich ja irgendwo schon wusste, so viel wird nicht mehr schief gehen und dann spiele ich eigentlich nächstes Jahr in Memmingen. Ja. Und deswegen war es dann nochmal ein bisschen, ich sag cooler oder anders auch, die Serie dann zu spielen. Wenn du dir so denkst, du läufst eigentlich vorm Spiel raus, alle sind gegen dich, aber irgendwie in ein paar Monaten sind vielleicht ja dann alle für dich. Und das wird so sein, gehe ich von aus. Deswegen war das schon extrem cool. Ja, verstehe. Ja. Also ich, wenn ich die Spade-Spiele mit den Kollegen moderiere, bereite ich mich immer vor und dann schaue ich mir die Stats an und Story und Lebenslauf und alles. Und fand dich eben ganz interessant von deinem Lebenslauf und habe da ein bisschen genauer dann eben dich von deinem Spielverhalten beobachtet und dachte eigentlich so von den Statistiken, eher so Stay-at-Home-Verteidiger und fand dich aber dann erstaunlich präsent und erstaunlich offensiv. Ja. Nicht wegen den Scorerpunkten, sondern einfach von deiner Art, wie du gespielt hast. Ja. Und das hat mich überrascht. Ne? Ja. Und da sieht man manchmal, wie unterschiedlich das sein kann, einen Spieler vom Papier zu beurteilen. Richtig, und wie er dann im Endeffekt auf dem Eis agiert. Ja? Und als ich dann gelesen habe, Patrick Kurz, war das für mich so, boah, geil. Also, wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bei uns bist. Das ist cool, ja. Schön. Nee, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Diese Statistik ist natürlich für einen Spieler immer was Besonderes, weil es ist einfach so, fast jeder Spieler unterschreibt seinen neuen Vertrag über die Statistik, auch mitunter. Mhm. Und deine Statistik ist dein Aushängeschild, sage ich jetzt mal. Ja. Was Gott sei Dank nicht immer so ist, gerade auch dann als Verteidiger, weil es dann doch viele Trainer gibt, die sagen, der ist eigentlich Offensivverteidiger und den wollen wir auch für die Position. Ja. Es lief halt vielleicht die letzten 2 Jahre nicht ganz so aufgrund von der ganzen Mannschaftssituation und. Also deswegen, wie gesagt, bin ich schon der Offensivverteidiger, der sich schon einbringen will. Mhm. Bin aber trotzdem jetzt nicht zu schade, hinten aufzuräumen und einfach meinen Job zu machen. Ich bin jetzt niemand, der jeden über den Haufen rennt. Das überlasse ich auch anderen, wenn sie das gerne machen wollen. Aber
ja, wie gesagt, defensiv, deswegen bin ich Verteidiger, ist schon die erste Station und dann geht's nach vorne. Ja. Ja, Patrick, dann widmen wir uns ein bisschen mehr dir selber als Person. Du hast ja schon vorher erwähnt, dein Ziel oder dein Wunsch war es, ein bisschen mehr zur Heimat zu kommen, ein bisschen mehr nach Hause zu kommen, sage ich mal. Dementsprechend gehe ich mal von aus, dass du ein Familienmensch bist, dass die Familie etc. sehr wichtig ist, oder? Absolut, ja. Es war natürlich, dass ich schon, dadurch, dass ich schon ganz früh mit 15 eben weg bin von zu Hause, war das schon sehr wichtig für mich. Oder ich wusste eigentlich schon immer, wenn es dann irgendwann mal auch wieder vorbei ist mit dem Eishockey, dann werde ich wieder nach Königsbrunn ziehen, weil das einfach, da kennst du halt jede Ecke, das ist halt deine Heimat, da bin ich halt so. Wie es jetzt gewesen wäre, hätte ich jetzt irgendwie meine Freundin, wäre die von woanders oder nicht, ist dann egal. Aber dadurch, dass dann meine jetzt Verlobte auch aus Königsbrunn kommt und ich früher noch mit ihr in die Schule gegangen bin und wir uns schon so lange kennen, ist natürlich dann, sage ich mal, der Jackpot. Das ist natürlich schon wirklich cool. Ja. Und Familie ist das A und O. Also da geht auch nichts drüber. Wichtiger Rückhalt. Und ja, voll. Ja. Sehr schön. Gibt es eine berufliche Richtung? Mal angenommen, das wäre jetzt alles ganz anders gekommen, hätte es vielleicht nicht das Talent gehabt oder es hätte sich irgendwie mit der Profikarriere sich nicht so ergeben. Gäbe es eine berufliche Richtung, wo du sagst, das hätte ich mir vorstellen können? Oder das würde ich vielleicht auch machen wollen nach der Karriere? Also schon, ich bin eher der Büromensch, sage ich jetzt mal. Also ich bin jetzt kein Elektriker oder sonst was. Ich habe nicht zwei linke Hände, aber ich bin jetzt nicht ganz so gut in den ganzen Sachen oder interessiere mich auch nicht ganz so für handwerkliches Zeug. Mhm. Deswegen wäre es schon eher in die Bürorichtung gegangen, Bürokaufmann, sowas in der Art. Ja. Das hieße, in dem Bereich könnte ja unter Umständen ja auch im Eishockey-Business vielleicht eine Zukunft liegen. Absolut, ja. Mhm. Also an sich wäre es schon cool. Ganz früher wollte ich natürlich immer Trainer werden danach. Dann. Mhm. Was ich jetzt nicht mehr möchte. Warum? Aus dem einfachen Grund, weil erstens mal du ja sowieso schon in deiner aktiven Zeit als Spieler in ganz Deutschland unterwegs bist und gefühlt von Jahr zu Jahr hoffen musst, dass du wieder einigermaßen dein Geld verdienst, um auch was sparen zu können, um leben zu können. Und das Ganze jetzt irgendwie danach dann nochmal als Trainer zu machen. Und jeder weiß, der Trainerjob ist ja noch schwieriger, weil wenn es nicht läuft, bist du der Erste, der gehen muss, habe ich mir da ganz früh dann schon gedacht, Trainer ist dann doch nicht so, so gern ich es vielleicht machen will und ich mir das auch zutraue, dass ich das bestimmt ganz gut machen könnte, ob es jetzt im Profibereich ist oder dann vielleicht eher mal im Nachwuchs oder so Trainer, das wäre dann vielleicht eher meins. Ist das eine Komponente, weil du es gerade indirekt angesprochen hast, ist das eine besondere Drucksituation? Ihr habt ja in der Regel nur Jahresverträge. Ja. Es ist eine besondere Drucksituation, irgendwie nie so zu wissen, okay, wo bin ich in 2-3 Jahren oder die mangelnde Planungssicherheit hast du ja irgendwo so nicht. Ne? Wie gehst du damit um oder wie ist das für euch Profisportler? Ja, ich sag mal ganz am Anfang, so die ersten Jahre, ich sag mal so gerade mit 18, wenn du dann im Profibereich so mal reinschnupperst und drin bist, dann ist es so erstmal dieses, du konzentrierst dich ja nur auf Eishockey, machst ja eigentlich wenig Gedanken um alles andere. Bist noch unbekümmert, ne? Genau, wenn du dann gerade so, ich sag mal 22, da geht's dann los, wo du dann schon dir selber auch den Druck natürlich machst, dass du immer besser spielen willst oder deine Leistung bringen musst, um natürlich auch wieder in dem und dem Verein zu spielen oder einen besseren Vertrag zu bekommen. Aber ich sage jetzt mal, umso länger man das auch macht, umso, ich will nicht sagen gelassener wird man, aber es wird schon einfacher, wie man damit umgeht, dass man dann sagt, okay, das ist ein Job, wie jeder andere Job halt auch, ist halt so. Und wenn der halt dann nicht mehr ist nach dem Jahr, dann ist halt nicht mehr so, wie es jetzt bei mir auch in Halle war. Das war cool und das war auch nicht verkehrt dort, aber das war ein Jahr und das ist auch in Ordnung. Ich vermisse es jetzt nicht mehr, dass ich da nicht hin muss. Also das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Und ich glaube, man geht da anders damit um nach einer Zeit. Verstehe. Glaubst du, dass der Faktor Familie und Kinder da nochmal einen anderen Aspekt reinbringen würde? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt
vor ein paar Wochen ein Grundstück gekauft, meine Verlobte und ich, in Königsbrunn, was eben jetzt nochmal noch schöner ist für uns zwei, dass wir jetzt auch wissen, dass wir dieses Jahr, wenn alles glatt läuft, noch anfangen, dort das Haus drauf zu bauen, dass wir halt einfach wirklich dann in der Heimat bleiben für immer. Natürlich irgendwo dann auch, sage ich mal, ein Stück weit gebundener an mein Eishockey-Leben die nächsten Jahre noch, dass man einfach sagt, okay, aus irgendeinem Grund, wenn es jetzt, was ich natürlich nicht hoffe, mit Memmingen in den nächsten Jahren nicht so funktioniert, dass du halt dann nicht nach Hannover gehen kannst, so gefühlt, weil wenn du dann vielleicht noch ein Kind hast, ist dann schon schwierig, dass dann deine Frau daheim mit dem Kind sitzt und du in Hannover bist. Absolut, ja. Wenn es vielleicht dazu kommen sollte irgendwann, gibt es bestimmt auch eine Lösung, sage ich jetzt mal. Aber das ist schon, glaube ich, mit gerade mit Frau und Kind extrem wichtig. Einfach die Familie steht im Vordergrund. Eishockey ist auch nur ein Job. Es ist nur Eishockey. Es gibt wichtigere Sachen. Und das stimmt. Es ist, finde ich, die schönste, für mich das schönste Hobby der Welt. Aber es gibt dann wirklich, absolut, wirklich wichtige Sachen, auch wenn mal die Niederlage, auch wenn es wehtut, es geht weiter. Hast du Idole oder Vorbilder? Vielleicht als Kind oder vielleicht auch noch jetzt? Ja, als Kind war eigentlich immer Sidney Crosby, weil er damals auch noch Stürmer war, genau. Und ich auch Center war und da war Crosby schon das absolute Highlight. Irgendwann dann so, wo es dann Richtung Verteidiger ging, habe ich mich dann so ein bisschen umorientieren müssen. Da war es dann Erik Karlsson. Habe ich bei der WM live gesehen. Ja. Ja, geiler Typ. Der muss Wahnsinn sein. Unfassbar. Den habe ich noch nie live gesehen. Ja, aber das war eine Augenweide. Ich meine, mit Viktor Hebmann noch im Duo. Das war schon ziemlich geil. Das glaube ich, ja. Die aber, zwei. Aber ich fand trotzdem, auch wenn Karlsson jetzt die letzte Saison nicht mehr so offensiv produziert hat, wie es Jahr davor, da hat er über 100 Punkte gehabt. Ja. Der ist für mich so herausgestochen, das hat alles so Hand und Fuß gehabt, der hat eine Übersicht gehabt. Läuferisch, für sein Alter fand ich den extrem schnell. Ja, also, ja bei dem irgendwie, geil. Das sieht immer so locker aus. So wie total. Er spielt immer nur 50% so richtig, gefühlt, ja. Aber es reicht halt trotzdem für 100 Punkte Wahnsinn. Als Verteidiger. Ja, und, ja, unfassbar. Ja, und jetzt so zur aktuellen Zeit finde ich den Quinn Hughes unglaublich von seiner Spielart. Vancouver, oder? Ja, von der Art, wie er spielt, wie er jetzt so irgendwie das, ich sage jetzt mal, dieses neue Verteidigerspiel ein bisschen neu macht einfach mit seiner Art, mit seiner Technik, Schlittschuhlaufen, wie er das klärt, ohne viel Körper, weil es ja trotzdem immer so eine Schiene ist. Man sagt immer, ja, der Verteidiger, der muss Körper fahren. Nee, es geht auch anders, um erfolgreich zu sein. Der ist schon so der Neue und Connor McDavid ist halt so, sage ich mal. Dadurch, dass ich schon mal das Glück hatte, gegen ihn zu spielen. Ist nicht wahr. Ja. Boah. Ist es natürlich. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mein Nummernschild ist 97. Ich habe mir was dabei genau. gedacht. genau. Ja. Stark. Ja. Hast du dann damals, war wahrscheinlich Junioren oder? U20. U20. Ja. Hast du schon gesehen, okay, das Ding ist ja, oder der ist ein Jahrhunderttalent, oder? Ja, also es war eh an sich schon mal ein absolutes so. Das werde ich auch nie vergessen, weil das war die U20-WM in Kanada. Wow, und das ist ja dann, Religion, ne? Genau, das ist natürlich nochmal extrem. Natürlich war es, sage ich jetzt mal, vielleicht für Deutschland nicht so toll, weil wir halt in dem Jahr abgestiegen sind von der U20 dann in die B. Aber das war ein Event, sowas vergisst man nie. Das kannst du deinen Kindern erzählen, weil das ist wirklich, da ist dann auch gar nicht so dieses Ding, dass man sagt, ja toll, die sind alle so gut, ich habe es da nicht hingeschafft, sondern es ist eher dieses, dass man sagt, wie stolz man überhaupt sein kann. Wie Olympia, ich war dabei, ne? Man war da dabei, man hat gegen die ganz Großen gespielt, ob es jetzt der Nylander ist, Matthews, Eichel, ja, McDavid, Max Domi, da gibt es noch sau viele. Ja, ja. Wenn man da mal die auf Elite Prospects durchgeht, wer da alles Tore geschossen hat, also es war... Ja, Wahnsinn. Also da sind, glaube ich, die ersten 100 von der Liste spielen alle irgendwo in der NHL. Ich wollte gerade sagen, das werden alles Hall of Famer, die da... Ja, also das ist wirklich krank. Und da war der McDavid ja, also ich war da dabei mit dem 95er Jahrgang. Und wir hatten natürlich das Pech, dass der Dreisaitl da nicht mitspielen konnte, weil er da schon mit Edmonton so gut wie unterwegs war. Und dann hatten wir, ich sage jetzt mal, nur
halt die Jungs mit Tiffels, Kahun, Fabio Pfohl und sowas, die waren alle dabei. Ja. Der Leon hat uns schon gut getan, keine Frage. Mhm. Aber da war der McDavid ja als 97er-Jahrgang noch mal ein Jahr jünger wie ich. Mhm. Und hat noch mit einem Vollvisier spielen müssen. Mhm, und wir haben uns dann alle die ersten Spiele gedacht, weil wir hatten das erste Spiel gegen Kanada und wir haben uns dann gedacht, okay, man hört natürlich immer seinen Namen und man weiß schon, dass der ganz gut ist, aber... Aber das hat sich damals schon so... Ja, man hat halt gewusst so, da ist ein, wie alt war der da, ich glaube 16. Ja, ja. Da ist so ein 16-Jähriger dabei mit Vollvisier, mal auf den achten, der soll ganz gut sein. Mhm. Ja, und dass er halt dann wirklich so extrem gut war. Ich glaube, wir haben da 4-0 verloren. Ich glaube, an jedem Tor war er beteiligt. Wobei, das ist ja ein tolles Ergebnis, ne? Super. Also wirklich super. Aber ja. Ja, man hat da schon gesehen, dass der... Stark. Dass er vielleicht nicht so gut wird, wie er jetzt ist. Weil der hat sich dann natürlich nochmal brutal entwickelt. Aber du hast damals schon gesehen, dass der... Für das, dass er 2 Jahre jünger war als alle anderen, einfach Wahnsinn ist. Stark. Ja, übers Eis geflogen ist, was er ja heute noch tut. Ja, Wahnsinn. Stark. Ja. Sehr schön. Ach, da muss ich jetzt gleich wieder einen Abstand kriegen, weil da schlägt mein Fanherz, wenn ich das höre. Gibt es eine Person, mit der du mal einen Tag tauschen wollen würdest? Prominent oder Freundeskreis, Familie, keine Ahnung. Boah, da wird es, glaube ich, einige geben, weil ich würde gern mal... Ich würde gern mal so einen Tag wie Messi, sag ich mal, verbringen, anhand von der Sportlerseite. Okay. Wie halt auch irgendwie so, ja, ich sag jetzt mal übertrieben, wie geil das einfach sein muss, wenn man so eine, wenn man so einen Segen hat, dass man einfach so gut ist. Vom Talent. Da würde ich gern mal so einen Tag einfach, wie das so ist als Messi, mit den Fans, mit den Leuten, natürlich auch nicht einfach, wenn du gefühlt nie Privatsphäre hast, aber ich glaube, das wäre trotzdem mal interessant. Ja, ja, ja. So ein Tag und dann auf der anderen Seite halt wie so ein, ja, irgendwie so ein Filmstar oder so, Dwayne Johnson, ein Tag, wie das so ist, als ja, so ein mächtiger Mensch eigentlich, jetzt mal, der könnte sich auch aufstellen lassen für den US-Präsidenten. Ja, die haben schon viel Einflussnahme, das stimmt, ja. Das wäre schon cool, ja. Okay. Gibt es einen Ort, wo du schon immer mal hin wolltest? Oder wo du noch hin möchtest? Ja, sehr gerne auf die Malediven würde ich gern mal. Und so Brasilien wäre schon noch so, wo ich sage, das wäre top. So Rio de Janeiro oder sowas. Ja. So gerade Südamerika da, das ist schon sehr schön dort. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Schön. Gibt es was in deinem Leben, wo du nicht drauf verzichten möchtest? Ja, auf Süßigkeiten. Ja? Hast du eine süße Ader? Ja, schon. Okay. Ja, das gut, schon, könnte ich nicht ohne. Okay. Also jetzt nicht übertrieben viel, aber... Kannst du ja noch leisten. Ich könnte jetzt wirklich nicht, dass ich sage, ich müsste jetzt da voll drauf verzichten, das geht nicht. Kann ich auch nicht. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn du jetzt mal 20 Jahre weiter denkst, hast du so eine Vorstellung, wie das so aussehen könnte? Du hast ja schon gesagt, ihr baut ein Häuschen. Mhm. Ich denke mal, nach Verlobtsein kommt heiraten. Und genau. Ja, also schon mit, im besten Fall mit 2 süßen Kindern und meiner Frau dann, ja, so wie, sag ich jetzt mal, ein normales Leben führen. Ich gehe ganz normal in die Arbeit, uns geht's hoffentlich gut. Niemandem fehlt irgendwas. Man hat immer noch den Familienverbund, dass man sagt, Oma und Opa oder dann für meine Kinder Oma, Opa, meine Eltern, von meiner Verlobten dann die Eltern und man grillt zusammen oder so. Also sowas, da sehe ich mich schon. Da bin ich schon sehr Familienmensch, dass mir sowas extrem wichtig ist dann später mal. Schön, schön. Passt vielleicht ganz gut die Folgefrage. Gibt es etwas in deinem Leben, wo du besonders dankbar für bist oder generell, wofür du dankbar bist? Ja, also an erster Stelle natürlich, dass man gesund ist, sage ich jetzt mal, dass so alle um mich rum relativ gesund sind. Natürlich zwickt es da mal und da ist mal was, aber so richtig dankbar bin ich für, dass ich das mit dem Eishockey machen darf, weil es ja doch, man wird jetzt nicht ultra reich damit, von dem Aspekt her, außer man spielt irgendwo in der NHL, aber... Ja. Es ist trotzdem ein Privileg, damit das Geld zu verdienen, wo man trotzdem gut leben kann, wo man trotzdem sparen kann. Ja, dass man das halt einfach als Beruf ausüben darf,
dass man von den Fans dann auch mitgenommen wird, dass ja, das passt einfach, das ist schon cool, also da, ja, das ist schon ein Privileg, kann ja trotzdem nicht jeder von sich behaupten und deswegen ist das schon was Schönes, ja. Also du bist dann da durchaus demütig und weißt, ja, wie du gerade sagst, was für ein Privileg das ist, das ja, absolut, in der Form machen zu dürfen, absolut, und dann klar, auch noch den Lebensunterhalt damit verdienen, klar, zu können. Und der Weg, ja, bis dahin auch, muss man ja mal sagen, da geht es gefühlt wahrscheinlich jedem Spieler gleich, irgendwie Eltern oder Oma, Opa im Hintergrund, die halt einfach gefühlt fast alles aufgeben, sage ich jetzt mal, für, ja, das Kind, dass man sagt, ja, dann spielt er halt Eishockey, das ist natürlich teurer als Fußball und sonst irgendwas. Ja, ja. Und das ist natürlich schon, ja, sehr schön. Ja, ist ganz interessant. Ich habe mich gestern mit dem Basti getroffen, unser neuer Torhüter, unser neuer Goldie. Ja. Und da hatten wir genau dasselbe Thema, was eben, ja, Eltern da, ja, auf sich nehmen, ja, finanzieller Art, zeitlicher Art. Und ja, das ist gar nicht hoch genug wertzuschätzen. Genau. Das stimmt, ja. Hast du dich in Memmingen schon mal ein bisschen umgeguckt? Warst du schon mal bei uns? So ein bisschen in einem Städtchen? Oder? Ja, ich war zum Spiel, jetzt weiß ich gar nicht, ob es Spiel 2 oder 3 war. War es gegen Heilbronn? Gegen Heilbronn. Ah, okay. Mhm. Da war ich dann da, weil eben meine Verlobte ganz gut mit der Tamara vom Lubor, mit der Frau ist. Und, hat es jetzt schade, dass er seine Karriere beenden musste, gell? Genau, ja. Mhm. Aber da waren wir dann zu Besuch, da waren wir vorher kurz was essen in der Stadt und die Tamara hat dann halt schon so ein bisschen gezeigt, ja, wie halt so die Stadt ist und deswegen. Und was sagst du? Ist ganz super schnuckig, schön, oder? Ja, okay, voll. Also total schön. Ja, wir haben auch ein paar nette Feste. Jetzt vor kurzem war, oder letztes Wochenende war der Fischertag. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das musst du nächstes Jahr dann mal mitnehmen. Mhm. Tracht hast du, oder? Ja, ja, ja. Sehr, klar, gut, sehr gut. Ich heirate jetzt auch standesamtlich in Tracht. Mhm, ja. Toll, toll. Ja. Ja, ich denke mal, ihr werdet mit Sicherheit aufs Oktoberfest oder so fahren. Dann musst du ja dann auch, ja, standesgemäß, genau, dich dann kleiden. Genau, schön. Wenn du einen Tag in deinem Leben wiederholen könntest, der besonders schön war, fällt dir da einer ein? Also ja, gibt es, sage ich mal, zwei auf sportlicher Seite. Auf jeden Fall, wo wir mit der U20-WM das Eröffnungsspiel hatten gegen Kanada und du dann durch den Tunnel von der Kabine rausläufst. Mhm. Und da haben wir im Bell Center in Montreal gespielt. Und, wow, du dann so nach oben guckst und war, denkst dir so, war da voll? Ja, und dann so 21.000 Zuschauer okay, da jetzt sind und du dir denkst so, okay, ich habe jetzt gerade meine Beine verloren, ich kann nicht mehr laufen, fühlt sich gerade alles so weich an. Vor und allem, wenn die dann die Hymne singen, das, ja, ist schon brutal. Das, ne, ist, also der Tag war schon was ganz Besonderes, den würde ich so vielleicht gern nochmal wiederholen. Ja. Und so auf privater Seite natürlich der Tag, wo wir uns verlobt haben, weil der halt auch extrem schön war und das ist natürlich was für die Ewigkeit, ja, ist. Ja, super. Sehr schön. Gibt es eine einflussreiche Person in deinem Leben? Also gut, da gibt es wahrscheinlich jetzt über die Jahre natürlich viele von den Eltern beginnt, aber vielleicht wenn du eine rauspicken möchtest? Einflussreich. Ja, doch schon dann meine Verlobte einfach, weil sie, weil es auch nicht so, sage ich mal, einfach ist in dem ganzen Business. Die ist mit, ich glaube, in meinem zweiten Jahr in Heilbronn, also mit dann 2021 auch komplett mitgezogen, hat auch alles aufgegeben zu Hause, hat zu ihren Eltern gesagt, also ich bin dann mal weg so gefühlt. Respekt, ja. War auch dann die ganze Zeit dabei. Wie warst du für die Eltern, für die Schwiegereltern? Ja, bestimmt auch hart. Die haben auch am Anfang gar nicht gewusst, was da überhaupt auf sie zukommt mit, ja, dem Eishockey, weil ich sage jetzt mal, normal ist es, deine Tochter lernt jemanden kennen, der arbeitet halt irgendwo ganz normal, ja, dann, ja, nehmen sie sich irgendwann eine Wohnung zusammen, aber das ist halt dann schon ein anderes Leben. Da war dann auch erstmal so, ja, wie jetzt im Sommer bist du arbeitslos und was passiert denn da eigentlich und, ja, ja, wie geht es denn, wo wohnt ihr dann und, genau, das ist halt alles, am Anfang war das schwierig, deswegen da ist die Easy schon, ja, bin ich schon dankbar, dass sie das so alles mitgemacht hat und ja, auch so gemeistert hat, sage ich mal. Sehr schön. Das heißt, wir sehen sie dann auch öfter im Stadion, oder? Ja, absolut. Super, ja, super. Da freuen wir uns drauf. Da die gibt uns mir drauf dann auch immer eine auf den Deckel, wenn ich nicht so gut spiele. Ja, so. Kriegst du dann nach dem Spiel so eine kleine Einschätzung von deiner Leistung? Oder nee, das jetzt so nicht. Aber ich sage jetzt mal, wenn dann
doch irgendwann mal ein Fehler oder sowas passiert, dann muss ich mir den schon zwei, dreimal anhören, so als Gag halt einfach. Sehr gut. So. Ja. Ja, aber das ist ja wichtig. Genau, ja. Starke Frau an der Seite, schon mal ganz absolut, wichtig. Absolut, ja. Ja, super. Dein berühmtester Kontakt in deinem Handy. Jetzt weiß ich, das hast du mir vorher schon erzählt, bevor das Ding da lief, die Kamera, dass du ja, Leon Dreiseitel und Co., aber fällt dir noch vielleicht jemand anders ein? Nee, ich glaube, da gibt es jetzt eigentlich kaum noch einen berühmteren. Der crasht alles. Grundsätzlich weiß ich gar nicht, ob der Leon mich im Handy noch eingespeichert hat. Mhm. Wahrscheinlich nicht mehr, weil wir jetzt auch keinen Kontakt mehr haben. Ja. Oder gefühlt wenig hatten, weil ich ja damals nur im Sommer mal da war. Mhm. Aber ja, ich würde schon sagen, er, ja, vielleicht Marc Michaelis, ja auch ganz gut. Ja, geht schon. So ist die Eishockey-Familie ja relativ überschaubar. Da wirst wahrscheinlich viele deine ehemaligen Kameraden und alles da drin haben. Genau. Ja, schön. Dann kommen wir zur letzten Rubrik, entweder oder. Das heißt, ich gebe dir zwei Stichpunkte und du sagst oder entscheidest dich dann für das eine oder für das andere. Bist du eher Fraktion Barfuß oder Socken? Socken. Echt? Ja. Okay. Ja. Stark. Das heißt, wenn du mit Flipflops jetzt im Sommer ins Stadion gehst, hast du Socken an? Nee, dann natürlich schon barfuß, aber so auch zu Hause. Bist du verfroren? Nee, gar nicht. Ich bin eigentlich einer, der schnell schwitzt, aber ich kapiere dann meistens immer nicht so. Ich denke mir dann immer, wieso schwitze ich wieder so? Dann schaue ich runter und denke mir, ich habe ja Socken an. Ja, okay. Ah, alles okay. Klar. Sehr gut. Sehr gut. Jogginghose oder Jeans? Jeans. Mhm. Jetzt auf die Eishockey-Saison bezogen, Sonntag oder Montag? Montag. Warum? Weil da frei ist. Ich weiß, ja. selber kochen oder bei Mama essen? Bei Mama essen. Weil leckerer oder weil kein Bock selber zu kochen? Beides. Okay, sehr gut. Bist du eher ein Kopfmensch oder bist du aufs Gefühl eher bezogen, also Herz? Herz, würde ich sagen. Mhm. Im Spiel auch? Also eher emotional getrieben oder eher nüchtern? Ja, kommt immer drauf an. Also gibt ja mal so und so. Also bin jetzt nicht einer, der sich hier überall mal den Kopf zerbricht oder so, aber wenn es mal irgendwo angebracht ist, dann auch so. Also, in der Playoff-Serie bist du immer sehr, sehr sachlich. Ja, so habe ich mich empfunden. Ja. Es ist nicht negativ gemeint. Nee, also ich war. Hast du einen kühlen Kopf bewahrt? Genau, so. Sehr ruhig. Meine Spielart ist auch sehr ruhig. Ja. So an der Scheibe, jetzt nicht hektisch oder so. Genau so, ja. Mhm. Süß oder salzig? Süß. Hatten wir schon fast, ne? Genau. Work hard oder play hard? Play hard. Mhm. Bist du eher Team, ich rufe an oder schreibst du eine WhatsApp-Nachricht? Ich schreibe lieber. Okay. Sprachnachrichten? Das auch, ja. Das auch, okay. Genau. Okay. Ordentlich oder chaotisch? Ordentlich. Ja. Sehr ordentlich. Deine Frau? Sie tendiert mittlerweile zum ordentlich werden. okay. Aber es ergänzt sich ja dann ganz gut, oder? Super, ja. Okay, passt. Perfekt. Nutella mit oder ohne Butter? Mit Butter. Oh, du bist mit Butter. Ja. Okay, das ist. Ja, lass mal so ich stehen. Ich wusste irgendwie, dass die Frage kommt. Ist so? Ja, ich hab's mir irgendwie gedacht, weil das so eine gängige Frage so, weil das ist ja so ein Streitthema. Ja, immer so. Ja, total. Also ich finde, da scheiden sich auch total die Geister. Ja. Dennis und Basti sind total ohne Butter. Ich ja, das auch. Kriegt dann wir denen auch noch ein, dass sie dann mit Butter. Ja, ich glaube, das wird ein bisschen anders laufen, weil die sind da recht überzeugt von, dass ihr Butterleute, dass ihr euch da das wegerziehen. Aber dann bin ich mal gespannt. Ja, ihr macht es. Konsole oder Buch? Konsole. Mhm. Früher oder später aufstehen? Boah. Schwierig. Beides eigentlich so. Im Sommer gibt es Tage, da stehe ich mal später auf, gibt aber auch Tage, da stehe ich früher auf. Also ist eigentlich egal. Okay. Wirst du gerne respektiert oder geliebt? Legst du grundsätzlich Wert drauf? Gute Frage. Ja, Respekt ist schon wichtig, finde ich. Also gefühlt trete ich jedem mit Respekt gegenüber. Also würde ich es auch schön finden, wenn der andere das dann genauso macht. Mhm. Weil es einfach
ja, es gehört sich halt, ja, absolut, einen gewissen Grundrespekt zu haben. Mhm. Berge oder Meer? Schwierig. Beides. Mhm. Ist okay. Ja. Das lasse ich gelten. Cardio oder Gewichte? Cardio. Mhm. Puck ins Gesicht oder Faust? Dann schon eher die Faust ins Gesicht, weil dadurch, dass ich schon mal zwei Zähne verloren habe mit einem Schläger, zähle ich jetzt als Puck, sage ich mal. Ja. Dann schon eher die Faust. Okay. wenn du mal Zuschauer wärst, Sitzplatz oder Stehplatz? Sitzplatz. Mhm. Und jetzt die letzte Frage, die hast du wahrscheinlich schon beantwortet vorher. Crosby oder Ovechkin? Crosby. Okay, super. Das war's. Finde ich, war sehr kurzweilig, also mir hat Spaß gemacht. Sehr gut, ja, fand ich super. Vielen, vielen lieben Dank. Die Fans haben dich ein bisschen kennenlernen dürfen. Ja. Auf eine ganz geile, coole Saison. Und ihr seid ja, sag mal, wieder heimisch. Und wir freuen uns, wenn es auch sehr, sehr gerne ein bisschen länger bei uns ist. Ich freue mich auch. Danke dir. In dem Sinne, alles Gute, gell? Danke. Ciao. Ciao. Tschüss.